Willkommen zu einem kurzen Video über Aromaten. Ich habe vor einer Woche ein Video hochgeladen, das zeigt, wie man mit einer Plus- und einer Minuslinse, das ist eine, weiß nicht, ob die Kamera überhaupt zeigen kann, aber das ist eine Minuslinse, also eine Konkavlinse, dann hier eine Konvexlinse, dass man durch Kombination von zwei solchen Linsen, wenn man die in Kontakt zueinander bringt, ein Aromat bauen kann, welcher also Farbfehler die chromatische Aberration korrigiert. Man muss dazu die geeigneten Glassorten wählen und erhält dann wirklich eine schöne Korrektur dieser Farbsäume und Farbabweichungen. Jetzt möchte ich noch kurz ein Video nachschieben, das zeigt, dass man auch mit zwei Pluslinsen, die allerdings dann auch einen Abstand zueinander haben müssen, nicht einfach nur in Kontakt sind wie vorher, dass man auch damit ein Aromat bauen kann. Und die Aromate, die man so dann erhält, sind zwar nicht perfekt, aber doch brauchbar. Und ich will kurz zeigen, wie das funktioniert. Wir nehmen jetzt zwei Pluslinsen. Anderer Stift nehmen so. In einem Abstand D zueinander. Die beiden Linsen sind also beides Linsen mit einen bestimmten Brechwert, D1 und D2, hier ist der Abstand D. Wir wollen ja, dass die beiden Linsen jetzt einen Gesamtbrechwert erzielen, Groß D, der ja nach der Gullstrand-Formel berechnet werden kann, D1 plus D2 minus klein d mal D1 mal D2. Da ist dazwischen ist Luft, das heißt, wir haben jetzt hier nur das kleine d, sonst müsste man hier noch d durch den Brechungsindex von diesem Material hier nehmen. Wir wollen also mit diesen zwei Linsen einen bestimmten Gesamtbrechwert erreichen. Der ist dann gemessen von der Hauptebene dieser zwei Linsen. Und wir wollen aber gleichzeitig auch Achromasie, das heißt, wir wollen, dass die Farben alle den gleichen Brechwert dann erreichen. Das heißt, wir wollen diesen Gesamtbrechwert sowohl für Blau als auch für Rot identisch haben. Das wäre die C-Linie da, die rote Linie im Spektrum. Das heißt, wir wollen also zum einen wollen wir einen Brechwert erreichen, aber zum anderen wollen wir den für alle Farben haben. Wenn man jetzt diese zwei Bedingungen benutzt, dann kann man zunächst mal sagen, dass ja allgemein die zwei, also für jede einzelne Linse können wir sagen, dass wir die Brechwerte von Blau in die Brechwerte von Rot umrechnen können mit der Formel für die Brechwertdifferenz. Wir haben zum Beispiel für die Linse 1 jetzt hier gesehen im anderen Video, dass das gleiche ist wie das D1C plus dann diese chromatische Brechwertdifferenz von der Linse 1. Und die können wir ja dann ausrechnen mit der AB-Zahl. Delta D1 ist gleich D1, der Brechwert durch die AB-Zahl. Und genau das gleiche können wir auf die Linse 2 schreiben. Und diese müssen wir dann hier einsetzen, diese beiden Brechwerte. Und dann eben schauen, dass diese Brechwertdifferenz dann 0 wird. Also D1, also DF und DC müssen dann letztendlich gleich werden. Das ist ein bisschen eine Algebraübung, dass man das, man muss da ein bisschen umstellen und so weiter, aber kommt dann eigentlich auf ein sehr elegantes, schönes Resultat am Schluss, das vor allem jetzt zunächst mal von der Achromasie her eine Bedingung an das D stellt. Und das Resultat lautet so, wenn man das da berücksichtigt, die zwei Bedingungen vor allem berücksichtigt und dann diese Achromasie, dann erhalten wir das D wie folgt. Ich schreibe das jetzt nicht mit den Brechwerten, sondern mit den Brennweiten, das ist ein bisschen einfacher zu schreiben. Μ1 mal die Brennweite von der ersten Linse, also F1 ist einfach 1 durch D1 bei Luftlinsen, könnte man das auch umschreiben mit D. Dann μ2 mal F2, wobei sind die bildseitigen Brennweiten gemeint. Und dann haben wir hier die beiden AB-Zahlen addiert. Das ist ein Resultat, das also erfolgt aus der Achromasie-Bedingung. Wenn man das dann mal hat, dieses D, dann kann man hier das einsetzen und zum Beispiel für gelbes Licht oder so den Brechwert dieser Linsenkombination dann berechnen. Interessant, dass das funktioniert.
Wir werden aber nachher in der Simulation sehen, dass das nicht unbedingt eine sehr schöne, auch aromatische Situation wird, weil wir werden dann sehen in der Simulation, dass zum Beispiel das blaue Licht, also nach dem Durchgang durch die beiden Linsen, das blaue Licht und das rote Licht schon gleiche Richtung haben. Also das wäre dann diese Linsenkombination irgendwie. Aber die beiden sind nicht identisch, sondern die sind seitlich versetzt. Was damit zu tun hat, dass eben auch dann die Hauptebenen dieser Linsenkombination nicht am gleichen Ort liegen. Wir haben zwar gleiche Brennweiten für Rot und Blau, aber weil die Hauptebenen ja unterschiedlich stehen, dann haben wir dann leider trotzdem nicht ganz identische Strahlen, sondern nur parallele Strahlen. Aber immerhin, es ist nicht schlecht. Spannend ist sogar, dass wir, wenn wir da mal schauen, diese Bedingungen sogar für gleiche Glassorten erreichen können. Wenn wir nämlich identisches Glas haben, haben die natürlich dann auch identische AB-Zahlen. Und wenn das ein Nü1 gleich Nü2 ist, dann habe ich hier immer das gleiche Nü, oder? Nü, kann das ausklammern oben und unten und erhalte nachher nach dem Kürzen einfach ein D von F1' plus F2' durch 2. Aus der Mittelwert der beiden Brennweiten. Wenn das eine zum Beispiel 10 cm Brennweite hat, die andere vielleicht 12 cm Brennweite, dann ist der Mittelwert dann 10 cm. Und das wäre dann der Abstand, den ich für die beiden Linsen verwenden muss. Jetzt für die Konstruktion mit GeoGebra, die ich noch zeigen will, muss ich ganz kurz etwas noch zeigen, wie man nämlich mit Hauptebenen, für die Einzellinsen nehme ich die Hauptebenen, wie man dann mit solchen Brennweiten den Gesamtbrennpunkt finden kann. Das geht folgendermaßen. Ich habe also hier zum Beispiel die erste Linse und die zweite Linse. Und ich will jetzt mal annehmen, dass von der ersten Linse L1 der Brennpunkt hier ist. Und von der zweiten Linse L2 wäre der Brennpunkt, von dieser Linse alleine nicht war, wäre da vielleicht da. Da vielleicht. Und die Frage ist, wie muss ich dann den Gesamtbrennpunkt konstruieren? Das geht so, und das habe ich dann auch beim GeoGebra so gemacht, dass man hier zum Beispiel einen Strahl mal nimmt und auf die erste Linse schickt. Und nach der Theorie, dass der Brennpunkt ja der Sammelpunkt ist von achsenparallel einfallendem Licht, können wir sagen, dass dieser Brennpunkt dann die Strahlen im Prinzip in die Richtung zieht. Also wir haben für diesen Strahl hier bis zur Linse zweimal diese Richtung. Aber dann geht es natürlich hier weiter, weil diese Richtung wird ja nochmals gebrochen. Und die Frage ist, wie geht das weiter? Und die Antwort lautet, wenn jetzt da zum Beispiel Strahlen auf die zweite Linse kommen, die parallel wären, in sich parallel, dann würden die ja wie immer in der Brennebene der zweiten Linse gesammelt, die ist ja hier. Das heißt, die Strahlen würden dann hier irgendwo einen Brennpunkt erzielen und unter anderem ist der grüne Strahl hier derjenige, einer, der nicht weiter abgelenkt wird. Das heißt, der würde hier hinkommen, sodass wir sagen können, dass dann auch die anderen Strahlen, wenn der grüne Strahl schon hier seinen Brennpunkt hat, auch die anderen Strahlen dorthin gelangen müssen, sodass wir hier die Fortsetzung jetzt einfach zeichnen können. Nämlich, ich muss jetzt von diesem Punkt aus da nach unten gehen, so, zu diesem Punkt, und erhalte hier den neuen Brennpunkt F, Strich des Linsenpakets, also dieser zwei Linsen. Alle Strahlen, die hier achsenparallel eintreffen, kommen da zum Punkt hier, und das heißt unter anderem der grüne, und damit kann ich dann auch den braunen Strahl hier so wählen, dass er hier dann wirklich die optische Achse an dieser Stelle trifft, und damit haben wir hier diesen Brennpunkt. Die Brennweite, für die müssten wir jetzt die Hauptebene suchen. Das heißt, hier zurückverlängern, hier zurückverlängern. Da haben wir hier den Schnittpunkt für die Hauptebene hier. Gut, jetzt zeige ich das mal in GeoGebra, dass Sie sehen, wie das dann dort in der Simulation aussieht. So, hier also die GeoGebra-Datei, die ich bereits vorbereitet habe. Ich
habe die benutzt im Zusammenhang mit einer Aufgabe, die ich mit den Studenten angeschaut habe. Da sehen wir eine konkrete Situation. Wir haben ein solches achromatisches Doublet, das wir bauen wollen aus zwei Linsen, die gegeben sind, nämlich die eine Linse hat eine Brennweite von 10 cm, die zweite eine Brennweite von 7 cm. Die Brechungsindizes brauchen wir zunächst mal nicht. Wir können einfach jetzt noch mit den beiden AB-Zahlen dann den Abstand der beiden Linsen berechnen. Das haben wir vorher gesehen, wie das geht. Du musst einfach die Brennweiten skalieren mit diesen AB-Zahlen und dividieren durch die Summe der beiden AB-Zahlen. Und dann kann man damit auch ausrechnen, wie dann am Schluss das Groß-D wird. Zum Beispiel für die Werte, die man dann gewählt hat mit der Gullstrand-Formel. Und wenn wir jetzt mal die Sache in GeoGebra simulieren und mal einfach schauen, wie das genau aussieht mit diesen Strahlen, dann habe ich hier also die erste Linse auf der Seite hier, dann hier die zweite Linse. Wir haben einen Einfallstrahl, der da von links kommt, auf dieser Höhe, und dann natürlich abgelenkt wird zur zweiten Linse und dann mit den Werten, die wir dann berechnet haben, die Position der zweiten Linse erwischt haben, und damit sehen wir dann, dass diese Brennpunkte da unten erscheinen. Jetzt, wenn wir da ein bisschen genauer schauen, dann sieht man, dass hier die Linien nach der zweiten Brechung nicht wirklich identisch sind. Der dicke Strich ist hier die Linie von roten und einer mittleren Wellenlänge und von blau. Wir sehen, die sind also nicht ganz identisch, was eben damit zusammenhängt, dass die Hauptebenen nicht am gleichen Ort sind. Wir sehen aber, dass die Ablenkwinkel für rot und blau wirklich gleich sind, nämlich 29,89 Grad. Das heißt, die Linien sind parallel wenigstens. Wenn wir das vorher anschauen, vor der zweiten Brechung, da oben habe ich das vorbereitet, dann sehen wir, dass diese Linien hier nicht parallel sind. Wir haben da 26,38 Grad und 26,75 Grad. Also die sind jetzt hier noch divergent aufgrund der chromatischen Aberration.